Herzlich willkommen zu Mogis Daily Heroic, dem Progress-Tagebuch. Ja, heute ist raid-technisch auf jeden Fall viel mehr passiert als eigentlich die letzten Tage. Wir fingen an mit um 16 Uhr, beziehungsweise sogar vor 16 Uhr. Ich kam um 20 vor 4 an den Rechner, hatte mir von meinem Schatz noch einen neuen Verband machen lassen, für meine OP-Wunde, und ja, da war der Raid schon voll, da ging dann die erste Runde Firelands HC los. Zur zweiten Runde bin ich dann eingewechselt worden. Da war ich dann mit meinem Priest mit und hatte auch ein bisschen Loot-Glück. Raggi HC-Kolben für meinen Twink-Priest bekommen. Juhu! Ja, feiern! Nein, hat mich auf jeden Fall gefreut. Dann hatten wir für eine 40-Minuten-Pause zum Essen. Ich möchte festhalten für die Nachwelt, und wenn ich mir dieses Tagebuch mal in 10 Jahren angucke, dass mein Schatz nicht pünktlich gekocht hat, ja, und wir uns da eigentlich noch bestrafende Maßnahmen für ausdenken müssen. Der Masu ist ja auch für den Progress eingezogen, der war natürlich dann auch, ne, das Essen war für uns nicht fertig, skandalös, ja, wofür ist er eigentlich hier, sozusagen, unglaublich. Naja, das ist eine andere Geschichte, darüber werde ich euch dann noch in weiteren Tagebüchern berichten, wie meine Bestrafung da ausgefallen ist, oder unsere. Ja, ich habe dann in der Pause, essen konnte ich ja nicht, ne, mir den Stream vom Kerak kurz angeguckt und habe gesehen, der war mit irgendeiner Gilde irgendwie unterwegs da, mit einer anderen, also nicht mit Cortex. Die waren bei Attraction, und da ich schaltete so ein und man konnte im TS zuhören, und dann wurde dem Maintank gesagt, ja, ich weiß auch nicht, was so schwer daran ist, diesen Knopf zu drücken. Kennt ihr das? Diesen extra Knopf bei Attraction, womit man dann bei einem Cast hoch muss, sozusagen. Und ja, der Maintank war eine Frau, und die ist dann irgendwie, also meiner Meinung nach, einfach aus dem Raid gegangen. Ja, so zickig irgendwie. Und da, ne, da, das fand ich schon mal gut. GZSZ lässt grüßen. Auf jeden Fall, habe ich dann ja auch im Stream-Chat im IRC so ein paar Sprüche rausgehauen, und dann sagten einige Body Arme und sowas, ja. Ich möchte festhalten, selbe Situation mit einem Kerl, kompletter Stream-Chat würde sagen, boah, was für ein Idiot, Alter, der kann nix, der rafft nix, voll der Piep, ne? Ganz viele böse Wörter hier jetzt einfügen, und ja, weil es aber eine Frau war, auch die Arme naja. Gut, da sieht man mal wieder, Frauen werden sicherlich nicht bevorzugt in WoW. ja, ich hoffe, dass das hitzige Thema ist jetzt angekocht, und ich bekomme 6 Trilliarden Flame-Kommentare in die Comments geballert von irgendwelchen anderen Frauen, also von irgendwelchen anderen WoW-Spielerinnen, die das vielleicht anders sehen. Ja, auf jeden Fall fand ich das schon mal ganz witzig. Und es ging wohl dann aber auch weiter. Die Frau Calvas wurde angerufen, und die psychologische Betreuung startete dann relativ intensiv, und man konnte dann, glaube ich, auch weiter raiden. Ob sie ihn allerdings getötet haben, weiß ich nicht. Ich konnte dann nicht weiter zugucken, weil es dann auch bei uns losging mit Drang Soul. Man muss dazu sagen, wir haben vor 3 Raids diese Woche zu machen damit. Die 3 Raids sind relativ gemixt. Also wir hatten heute nur, in Anführungsstrichen, 12 Mains dabei. Und ja, es lief nicht so gut, sage ich jetzt mal. Es hätte definitiv besser laufen können. Wir haben ein paar Sachen ausprobiert, wo ich dann auch den Stream leider für euch blocken musste. Aber das hatte ich ja vorher angekündigt, und die meisten haben es auch verstanden. Ja, so ein paar Sachen haben wir halt ausprobiert. Ein paar Sachen haben auch funktioniert, also waren dann eigentlich auch relativ zufrieden. Der erste Boss war relativ gut drinne. Zweiter Boss dann, ja, rumprobieren und so, waren ein paar Vibes dann auch auf jeden Fall. Dritter Boss war, ich glaube, der war ganz okay. Ich glaube, den haben wir auch ganz gut gemacht. Dann, vierter Boss lief auch super. Dann Ultraxion war wieder so ein bisschen die Katastrophe, weil dieselben Fehler oder dieses selbe Problem, was jeder, also zum Beispiel mir, ja, Fail des Jahrtausends von mir, muss man sagen. Ich hatte mir mit Bartender den Button extra noch woanders hingeschoben, ja. Und dann pullen wir das erste Mal, und dann ist dieser scheiß Button nicht da, ja. Und das Makro zum Hochgehen
war natürlich nur auf dem Parler vorhanden. Ja. Will man sich eigentlich nur selbst erschießen und im Boden versinken vor Peinlichkeit? Ist mir aber auch nicht allein passiert und naja, gut. War der erste Try somit gegessen, dann habe ich mir ein Makro gemacht und dann funktionierte dieser Scheißknopf auch noch im nächsten Try. Und ja, in den Keybindings als Tipp für diesen Special Button kann man sich auch einen Knopf belegen auf der Tastatur. Jetzt habe ich alles drei gemacht gehabt, ja, und dann, ja, lief der Button natürlich. Super. War auf jeden Fall schon mal ziemlicher Ultra-Fail. Sowas sollte mir im Hardmode nicht passieren, wird es aber auch nicht. Ich habe es jetzt im Normal-Mode getestet und ja, passt eigentlich soweit. Trotzdem möchte ich anmerken, dass das definitiv noch ja, richtig schlecht war von mir. Und auch da bitte 500 Millionen Flame-Comments zu verfassen, bitte. Das war, ja, war nicht so gut. Dann ging es zum Gunship Version 2.0, wo man das Gefühl hat, dass Blizzard einen verarschen will, weil man hat jetzt 7 Jahre lang in WoW gelernt. Leuchtende Kreise auf dem Boden, die von einem Boss kommen, sind meistens böse, raus da. Ja, bei dem Boss muss man in die Void Zones laufen, sozusagen. Das lief dann auch ganz gut. Auch da habe ich dann mal wieder einmal nicht aufgepasst und bin in der Shockwave stehen geblieben. Zum Glück war es Normal Mode und ich habe es überlebt. Im Hard Mode darf mir das definitiv nicht passieren. Ja, da habe ich mich auch selbst ein bisschen geflamed. Ich denke mal, die Leute, die den Stream zugeguckt haben, haben das auch durchaus mitbekommen. Ansonsten war das auch relativ schnell gegessen, der Kampf. Ich glaube, das war dann auch First Try. Dann hatten wir Spine of Deathwing, also der Flug auf dem Rücken. Da gab es dann in den ersten Tries, nenne ich es jetzt mal einfach, krasse Kommunikationsstörungen und Probleme. Irgendwie haben die Leute da nicht richtig zugehört, haben das mit dem einzelnen Mobs-Fokus nicht so ganz verstanden gehabt und sowas. Und bei der Barrel Roll war da auch irgendwie ein bisschen was schief gelaufen, immer mal wieder. Egal, haben wir dann auch nach ein paar Tries dann aber doch recht souverän geschafft. Lief eigentlich ganz gut. Ja. Ansonsten, nachdem wir den dann down hatten, ging es zu Madness of Deathwing, von dem ich so, wo ich so herbe reingeflamed hatte auf dem PTR, dass wir da halt hingegangen sind und den First Try umgeschossen haben. Wir dann aber ja schon festgestellt hatten, dass er im LFR-Tool schon härter war als die Version, die wir mal im Normal Mode getötet hatten. Der Boss ist auf jeden Fall gebufft worden. Ist jetzt schon so, dass ich dann, also im ersten Try habe ich mich auch ein bisschen verhauen mit meinem Mana-Management. Das lief dann im zweiten Try dann auch schon eine ganze Ecke besser. Und ja, dann ist er auch relativ schnell down gegangen. Wir haben für das Ganze, hat jemand im IRC freundlicherweise gestoppt, 3 Stunden und 9 Minuten gebraucht. Wenn wir nur 3 Minuten brauchen würden, wären wir gut, glaube ich. Ja, 3 Stunden, 9 Minuten, das ist meiner Meinung nach jetzt okay. Ja, dafür, dass es nicht nur Main-Chars sind, war das in Ordnung. Ja, ich selber bin mit meiner spielerischen Leistung nicht ganz so zufrieden. Habe mich, glaube ich, auch ein bisschen vom Stream ablenken lassen. Das Problem habe ich dann ja im Hardmode nicht. Da kann ich mich dann wirklich voll aufs Zocken konzentrieren. Morgen ist das dann nochmal ein bisschen anders, wenn ich dann beim Raiden bin. Ja, das wird nicht so toll. Ja, was soll man dazu sonst noch sagen? Es war in Ordnung, es war nicht top von, also ich selber bin nicht mit mir zufrieden. Ich muss mich zum Hardmode auf jeden Fall noch steigern, von der spielerischen Leistung her, sage ich mir selbst. Ich bin mir aber auch sicher, dass wenn ich mich nicht auf Streamchat reden und zuhören im Vent und so alles gleichzeitig konzentrieren muss, dass ich das locker schaffen werde. Und ja. Ansonsten bin ich gespannt, wie die Raids morgen ablaufen. Morgen wird auch nochmal 2x Dragon Soul gemacht. Dann ist quasi auch das Raiden für diese Woche vorbei. Ich denke, wir haben alles gegeben, was an Vorbereitungen dann zu machen war. Wir haben auch in Firelands gute Arbeit geleistet. Ich will jetzt nicht schleimen, aber auch mal, dass ihr das auch mal mitbekommt, unsere Gildenleitung komplett, wie sie dasteht.
hat diesmal einen extrem guten Job gemacht, wie ich finde. Ich fühle mich eigentlich ganz wohl, jetzt in den Progress zu gehen. Wir haben wirklich alles gegeben, was so ging, ja. Okay, man hätte wahrscheinlich mehr LFR machen können, aber mehr ist da einfach bei uns nicht drin, ja. Das Problem ist, dass die Kooperation mit dem Arbeitsamt und so, ihr wisst das ja, was ich meine, die ist halt erst in der Hartmut-Woche aktiv. Davor müssen halt noch viele Leute immer zum Arbeitsamt gehen und haben dort Termine und müssen die natürlich wahrnehmen, sonst wird das Hartz IV gestrichen. Ja, so ist das nun mal. Wir müssen halt damit leben, sozusagen. Deshalb haben wir ein bisschen wenig LFR geradet. Also es hätte mehr sein können in den ersten beiden Tagen, um in Anführungsstrichen noch mehr ja, den Scheiß da auszunutzen. Da haben andere Gilden, glaube ich, ein bisschen mehr reingenördet, nenne ich es jetzt mal. Nicht so schlimm. Wir haben einige Vierer-Boni. Es passt. Wir haben echt, meiner Meinung nach, aus für unsere Verhältnisse eine Menge gegeben. Jetzt heißt es nur noch morgen die beiden Raids ordentlich durchziehen, auf jeden Fall Clear bekommen, das wäre ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich mit drei Raids Dragon's Hole durchgestartet sind. Ich habe allerdings schon von anderen Gilden jetzt mitbekommen, also ich gebe jetzt hier wirklich jetzt alles weiter, was ich so mitkriege, ja. Dass zum Beispiel eine US-Gilde sechsmal Dragon's Hole cleart, in dieser Normal Mode ID. Ich habe da schon mit Bushi drüber gesprochen. Also langsam wird es immer extremer, ja. Ich habe mich jetzt eigentlich voll gefreut und mir hier die Bienchen in mein Fleißheft geklebt. So, ey, jo, wir haben drei Raids am Start in Firelands gehabt. Whee, super, toll, geil, richtig super, toll, heftig, krass, wir sind vorbereitet auf den Progress. Ja, kommt die nächste Gilde dahergelaufen und hat sechs Raids am Start. Tja, was soll man dazu sagen? Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass in Mist of Pandaria irgendeine krasse, ultra heftige Gilde wahrscheinlich einfach 10 Chars alle auf Max-Level hat, damit raiden geht wie beknackt und damit sich Gier des Todes reinzieht sozusagen und immer ein bisschen over, also perfektes Gier hat sozusagen und wirklich gar nichts mehr fehlt. Das ist zum Beispiel eine Sache, die mich ein bisschen, naja, wo ich ein bisschen Angst vor habe. Aber gut, das kommt dann erst im nächsten Progress, diesem Progress. Ja, denke ich mal, sind wir mit drei Raids noch fast dran an der Spitze. Ich glaube, dass die Spitze da vielleicht noch ein bisschen mehr auspackt, sage ich jetzt mal an Raids. Keine Ahnung, für uns war, denke ich mal, drei Raids schon gut. Wie gesagt, ich war da eigentlich super zufrieden. Auch das Ganze wurde immer top organisiert vom Loot her und sowas. Echt super. Also nochmal, unsere Gildenleitung hat da einen super Job gemacht. Nicht nur unsere Gildenleitung, auch unsere, wie nenne ich das denn jetzt? Na, wir haben so ein paar Leute, die sich halt darum doch sehr kümmern. Und obwohl die nur Member sind, falls sie das hier hören, ne? Good Job, ich hab euch lieb, ihr kriegt ganz viele Herzchen auf eure Seite im Fleißheft. Ja, wie gesagt, Normal Mode Raids sind morgen nochmal. Zweimal müssen wir das Ganze noch clear bekommen. Ich hoffe, dass wir das schaffen werden. Ich hoffe, dass wir da nicht an die Grenzen stoßen vielleicht, weil unser dritter Raid war ja immer nur so ein, ja, sehr schlechter Raid, nenne ich es jetzt mal. Das heißt, da ist nicht so viel Hardmode-Gear aus Firelands in die Twinks geflossen. Ja, mal gucken, ob wir jetzt halt die drei Raids wirklich komplett voll bekommen und da auch durchziehen können. Aber ich bin eigentlich guter Dinge. Ja. Ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder soweit für heute. Ich möchte euch nochmal ans Herz legen, falls ihr das heute vielleicht zum ersten Mal hört, schaut euch auch vielleicht mal die älteren Daily Heroics von mir an. Ich habe das ja jetzt jeden Tag gemacht und werde es auch im Hard Mode Progress, wie gesagt, weitermachen. Möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass wenn wir mehrere Tage an einem Boss verbringen oder sagen wir mal am Mittwoch töten wir, ist jetzt ins Blaue formuliert, vier Bosse und wir haben aber schon Tries am 5. gemacht, dann werde ich die vier Bosse als ein Audio-File aufnehmen und die dürft ihr dann hören. Und den fünften Boss werde ich noch rauslassen. Ja, das werde ich dann auch aufnehmen an demselben Tag, werde aber das noch nicht quasi veröffentlichen. Ich darf das immer nur erst veröffentlichen, wenn halt der Boss tot ist, weil ich ja, wie gesagt, auch auf taktische Aspekte eingehen möchte, was wir da eventuell umgestellt haben und
was wir genauer gemacht haben und so weiter und so fort. Ja, auf die Taktikumstellung jetzt heute will ich noch nicht so hundertprozentig eingehen, weil auch ein bisschen was für ein Hartmut dabei ist. Und ja, da will ich halt nicht alles verraten. Aber dann im Hartmut-Tagebuch könnt ihr euch auf jeden Fall darauf freuen. Ansonsten würde ich mir wünschen, dass ihr ganz, ganz viele Kommentare auf Manaflas schreibt zu diesem Tagebuch und mir wirklich Feedback gibt. Bisher ist das Feedback relativ positiv, allerdings recht wenig. Ja, also was heißt recht wenig? Ist schon cool, ja, aber dass ich vielleicht noch so ein bisschen mehr Feedback bekommen kann, würde ich mich drüber freuen. Ein bisschen mehr Kommentare und ja, erzählt's auch ruhig mal euren Freunden, die vielleicht WoW spielen oder euren Gilden oder so. Dass sie sich das hier mal anhören können. Vielleicht haben die noch eine andere Meinung dazu. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Ja, ansonsten natürlich auf facebook.com/mogilive gehen und auf Gefällt mir drücken. Dann kriegt ihr das nämlich auch immer mit, wenn die Tagebücher online kommen. Genauso wie auf Mana Flask. Und ja, ich würde sagen, genug wieder euch zugetextet mit irgendwelcher Werbung in eigener Sache und Bitten und Betteln von mir. Ja, ich würde sagen, für heute mache ich dann erstmal Schluss. Und ja, Fazit für mich von diesem Tag ist, Mogi, du musst dich verbessern und WoW-Frauen dieser Welt, ja, denkt mal drüber nach, ob das so cool ist, weil wenn dann so, ne, was ich da halt gerade erzählt habe. Ja, und ja, ich sag mal, tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Mogi.